Der Art Club in Köln gegenüber der Alten Feuerwache muss nach 10 Jahren erfolgreicher Ausstellungstätigkeit das Feld räumen. Der Mietvertrag wurde nicht verlängert. Neue Räumlichkeiten werden noch gesucht. Das Besondere an dieser Galerie ist die Idee, einer Vielzahl von Künstlern eine ständige Ausstellungsfläche zu bieten. Die Künstler werden Mitglied des Clubs und finanzieren mit einem kleinen Monatsbeitrag den Betrieb der Räumlichkeiten. Dafür sind sie dann mit einigen Werken auch dauernd präsent. Eine typische Win-Win-Situation, würde man heute dazu sagen. Weil das Spektrum der ausgestellten Werke sehr vielseitig ist, wird die Galerie von Kunstinteressierten gerne besucht und selbst Passanten, die zufällig dort hineingeraten, sind oft mit einem käuflich erworbenen Kunstwerk unter dem Arm wieder herausmarschiert. Anfang Dezember war dann die letzte Einzelausstellung in diesen Räumen, unter anderem mit dem Künstler und Lebenskünstler Werner Kramer aus Hürth. Im Projektraum Passage präsentiert der Künstler Werner Kramer, der Herr hier vorne, seine Ausstellung unter dem Titel Lichtblicke. Der Titel bezieht sich unmittelbar auf seine gleichnamige Bilderserie Lichtblicke, bei der zunächst eine Fotoarbeit entstand. Durch einen schmalen Schlitz in einer alten Holztür fiel Sonnenlicht. Der Künstler fotografierte diesen Lichteffekt und fertigte danach eine Serie von Gemälden an, die das Thema aufgreifen und malerisch in monochromatischer Farbgebung in Szene gesetzt wurde. Die Fotoarbeit und die Bilder sind nebeneinander ausgestellt. Eine weitere starke Bildserie sind seine Kathedralen, die sich aus seinen abstrakten Queer Stripes-Bilder entwickelten. Diese Gemälde setzen sich mit Farbverläufen auseinander und irgendwann entdeckte Werner Kramer darin eine Kathedrale. Daraus entwickelte sich diese religionsfreie, aber spirituell wirkende Bilderserie, die figurativ abstrakt auch den Innenraum des Kölner Doms zeigen. In einem dieser Bilder sind die Domfenster des Malers Gerhard Richter ein Thema, aber nach der Kathedralenserie entwickelte der Künstler sich quasi wieder zurück und fand erneut den Weg in die Abstraktion und den freien Farbverläufen, abstrakten Gemälden, die intensiv farbig sind und bei denen meist Orange- und Gelbtöne dominierend sind. Im aufgestellten großen Grafikständer können wir aber auch bei einzelnen Bildern entdecken, dass er auch über gute Qualitäten in der figurativen Malerei verfügt. Hier sind es Landschaften, die ihn inspirieren. Vielen Dank für eine magische, sinnliche und starke Ausstellung an Werner Kramer. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Abend. Auch wir wünschen dem Art Club und seinen Mitgliedern viel Erfolg bei der Suche nach neuen Räumlichkeiten.